Hallo, 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 weiter geht's mit Clash Royale. Willkommen dazu, ich bin der Lars und ich grüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Partie auf meinem wunderbaren Kanal. Sorry, keine Webcam, wieso? Es sind draußen 1 Milliarde Grad. Es ist so warm, dass mir die Soße einfach komplett durch die... Es läuft einfach überall hin. Kimme, überall verteilt sich die ganze Rotze, als wäre es einfach nur eine Rumgespritze. Ich habe ein neues Deck, was ich mit euch zusammen jetzt probieren werde. Und zwar dieses mit einem Packer. Wir können hier... Alter, wir können die Walnuss upgraden. Walnuss Level 11. Gar kein Ding für den King. Und die Kollegen Level 11. Alter, der kostet so viel Money. Level 12 sogar. Das waren 50k. Scheißegal, mein Gott, muss weg. Es muss weg, Leute. Es muss unter die Leute. Ich muss es raushauen. Oh, Entschuldigung. Packer am Start. Wir haben das Schweinchen am Start. Wir haben die Walnuss. Walnuss am Start. Wir haben die Hexe. Wir haben den Ritter, Leute, das wird die abnormale Rasur des fucking Todes sein. Hallo Zuschauer LP. Und darauf noch ein Geist. Leute, die Challenge ist am Start und zwar die mit den Schweinchen. Ich habe schon ein bisschen getrived, wie man sieht. Ich habe 1 Win und 2 Niederlagen. Weil ich Decks probiere. Jetzt zusammen werden wir... Oh, gegen Kati. Oh, die Süße. Hör auf. Ja. Wie gesagt, ich spiele gerade nicht gut. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Einfach weil es so warm ist. Es ist wirklich sehr warm, Leute. Es ist so warm. Okay, dagegen kann ich halt nichts machen. Ich hab mein selbst schon rausgehauen. Und das Interessante an diesem Deck ist natürlich, an dieser Challenge, dass immer diese Schweine kommen. Was ich ziemlich cool finde. Weil das ist eine richtige Schweinerei. Eine Schweinerei. Alter, er setzt erstmal seinen Inferno Tower. Und der Sepp ist drin. Aber der Sepp hier reicht nicht. Alter, meine Kollegen, die machen ganz schön viel Damage, mein Freund. Ja, das war böse. Ach fuck, ich hab gar nicht an Schweinchen gedacht. Ich hätte noch ein bisschen Schwein setzen sollen. Ein bisschen Damage. Kadi. Madame, sorry, aber... Das war's denn jetzt, wa? War ganz gut hier. Oh, die kommen eh nicht durch. Da kommt wieder das Schweinchen angelaufen. Setzen wir mal jetzt. Komm, jetzt kommt der Bäcker. Ja, ich zeig mal kurz, was der Bäcker kann. Und zwar, er kann rasieren. Gegen den Strich gut beziehen. Denn das ist ein fucking Bäcker. Oh, hier Sepp. Weggesäppt, die Wichse. Geiles Ding. So, jetzt kommen wir mit dem Schweinchen noch an. Weil wir es können. Mir fehlt halt gerade irgendwie der Damage. Der Flächenschaden. Ich brauche eine Hexe dahinter. Alter, wie viel Truppen er da hat, ne? Oder sie, wie auch immer. Alter Falter. Es sind Truppen des Todes. Truppen des Todes. Oh, links sind wir durch. Also links machen wir richtig viel Damage. Ja, interessant. Gefällt mir. Links macht bei immer noch sehr viel Damage. Alter Schwede. Das ist gerade krass, was hier passiert. Links passiert der kranke Scheiß. Der richtig kranke Scheiß. So, da kommt ein Packer von der Seite. Dankeschön, bitteschön, auf Wiedersehen. Er wird sich gegönnt. Und zwar richtig hart. Hier setzen wir die Walnuss, warum wir es können. Dann kommen wir von der Seite mit noch einer Hexe rein. Hexe kommt. Sie von beiden Seiten. Ne? Wir müssen von beiden Seiten rasieren. Das versuchen wir gerade. Und es klappt so einigermaßen, ne? Nicht ganz so gut. Oh, ich hätte den etwas später setzen sollen. Den Sepp. Wäre besser gewesen. Noch eine Walnuss. Noch ein paar Skelette hier am Start. Leute, links gehört... Alter, wir sind gut. Das gefällt mir. Wir sind gut dabei. Oh, ich habe die Karte nicht ausgewählt. Ich werde einen Ritter auswählen. Komm, wie viele Truppen da oben schon wieder kommen. Sepp, tschüss. Bob. Leute, was will er machen? Oh yeah. Der geile Win. Der richtig geile Win. Die Kadi haben wir weggeklatscht. Madame, ich habe leider deine Möse vernichtet. Schön. Schön, 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 schön. Schöner Win. Gefällt mir. Wir bekommen dafür dieses hier gewöhnliche Tauschmarke. Wie ihr seht, Leute, das Deck hat Potenzial. Mit dem gerollten R. Potenzial mit gerollten R. Ja, genau, Lars. Deutsch, Deutsch. Yeah. Igitt. Hör auf mit so einem Blödsinn. Ich hab dir gar nicht getan. Oh, Schwein hat auch einen Hit gemacht. Hit gegen Hit. Wer gewinnt? Ein Doppelhit. Gut, Junge. Habt ihr den Schlitzer gesehen? Richtig geiler Schlitzer. So, Walnuss von links.
Springt der? Ekliger Springer. Ich mag diese Springer nicht. Ich weiß gar nicht, hat er gerade rechts was gesetzt? Ein Holz oder so? Ich hab's nicht gesehen. Aber unser Tower hat ein bisschen Damage bekommen. Zur Hexe von da, weil zwei Schweinchen noch dazukommen. Dann setzen wir den Kollegen da rein. Die Hexe zeigt, was sie kann. Und zwar richtig viel. Dann kommen wir von der Seite mit der Walnuss. Holy shit. Die Walnuss habe ich ein bisschen weit nach hinten gesetzt, deswegen muss ich jetzt so noch kommen. Von der Seite. Jetzt kommt die Walnuss, sehr gut. Und Sepp sollte ich nicht lieber nehmen. Also Tower Number One ist unser. Sehr schön. Von rechts, das, von links haben wir gut verteidigt. Dann kommen wir so. Jetzt noch ein Schweinchen rein. Ganz viele Schweine. Denn die Schweine laufen überall her. Ich mag das Deck, das ist cool. Funktioniert das auch allgemein? Oder funktioniert das nur... anders? So, ein Packer von da. Oh Gott. Habe ich den Sepp verkackt? Habe ich den Sepp verkackt? Hä? Hä? Habe ich gesappt? Ich habe aber gar nicht gesappt, das war das Problem. Kann es sein, dass ich einfach nicht gesappt habe? Keine Ahnung. Aber ich habe einfach nicht gesappt. Das kann passieren, meine Damen und Herren. Das kann es. So, mal Packer rein. Jetzt habe ich den Sepp rausgehauen. Kobaltpass kommt von da. Holy shit. Okay, das reicht. Jetzt hat er wieder rausgehauen, was eigentlich dumm war. Normalerweise. Geht halt nur auf den Tower jetzt. Reicht das für den Tower? Nein, oder? Das reicht nicht. Ein. Wir haben drei. Würde gar kein Ding freaking. Easy going here. Easy win. Jawohl. Tschüss. Das gefällt dem Lars. Der Lars gönnt sich. Ich bin gespannt, ob dieses Deck auch normalerweise funktioniert. Der Packer ist back to business. Was zockt ihr eigentlich aktuell für ein Deck? Schreibt es doch gerne rein in die Kommentare. Würde mich interessieren. Arr. Du kleiner Kollege hier. Let's go. Ja, da war der Sepp, aber reicht ja nie, ne? Mein Schüler Ritter geht kaputt durch ganze Fledermäuse. Ich mag keine Fledermäuse. Komm, Schweinchen, tank. Tankst du? Ach, scheiß Schweinchen. Ja, das Schweinchen tankt. Das ist ziemlich cool. Das tankt einfach nicht. Schlitz! Da dreht sich die Kacke. Macht jetzt mehr Damage? Ich krieg den Tower, du auch? Weiß nicht. Du kriegst den Tower nicht. Hahaha. Snob. Nope. Alter, wir machen fast noch dein Hauptding kaputt. Er hat schon gesappt, obwohl. Das war ein Fail. Das war ein harter Fail von ihm. Das war ein mega Fail. Fail des fucking Fails. Failor. So, jetzt ein bisschen noch verteidigen, den so gut es geht. Den Kollegen hier. Walnuss auch noch rein. Alter, die Scheiße. Hat er gerade ein Heal? Oder ist ein Gift? Schon mal ein Gift. Ein Gift. Ein giftiger Gift. Hey, guck mal, ich mache einfach einen Knall, dann ist die Scheiße weg. So, kurz ein Schweinereiter rein von da. Ein Packer ist weg. Ein Packer ist weg. Das wusste ich nicht. Einfach auf. Wir könnten auf 3 gehen, wenn wir Bock haben, aber nix, ich warte erstmal ab. Wir werden erstmal hier weiter pushen. Nebenbei so ein paar Dinger da reinklatschen. Noch eine Hexe hinterher. Hier noch ein Ritter rein. Wir können ja ein bisschen anschauen, ne? So ein bisschen. Noch eine Walnuss von da. Kriegen wir einen bösen Push. Einen richtig bösen Push. Und einen mega kranken Push gerade von links. Ja, das sieht ein kranker Push. Dann bekommen wir den Tower. Ich glaube sogar, wir bekommen da oben alles. Ja.
So viele Schweine, Päcker, Hexe, Walnuss, alles am Start. Your mom's fett. Ja, ich glaube, deine Mutter ist richtig fett. Alter, deine Mutter muss ja so mega fett sein, wenn du so scheiße spielst. Ja, können wir uns den ersten gewinnen. Seht ihr, Leute? Das Deck hat Potenzial. Das ist, ich wollte eigentlich nur Hardcore-Modus machen, indem ich einfach mit 2 Niederlagen starte. Das war alles geplant. Das war geplant. Wirklich, das war richtig geplant. Weil mit 3 ist halt easy going, ne? Deswegen habe ich schnell 2 Niederlagen eben gemacht, weil ich auf Cover und dann habe ich mir gegönnt. Ich habe mir richtig gegönnt, Leute. Ich habe mir richtig geil gegönnt, die Scheiße. So, eine Hexe von hinten. Walnuss, let's go. Sehr viele Hits. Gefällt mir nicht unbedingt. Gefällt mir auch nicht. Das gefällt mir schon wieder. Jetzt von der Seite setzen wir den Kollegen hier ein. Dankeschön. Schieb zurück, komm, schieb weiter. Dankeschön. Schön am Tanken, Leute. So muss das. Ein Packer. Jetzt mal kurz den Kollegen rein. Reicht das wohl, dass wir das mit hat der einen Sepp oder so ein Scheiß? Ich hoffe nicht. Das wäre mega blöd. Oder ein Holz. Irgendwie so eine Scheiße. Das sieht gut aus. Mit der Skelett-Army verteidigt ist immer richtig gut. Das ist mega gut. So. Ich tue jetzt doof mit den Schweinen. So, Tower bekommen wir. Schön, schön, schön. Ja, mach euch kaputt. Ist doch egal. So, Tower haben wir. Holy shit. Gerade sehr viel, was hier ist. Deswegen noch eine Walnuss rein. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass den Tower in Ruhe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war sehr viel, was da kam. So. Machen wir das mal so. Kommen wir mit einer Hexe noch. Und werden auf Tower Nummer 2 gehen. Ja, jetzt kommt nämlich mein Packer. Ich habe auch einen. So, dann noch mal kurz einen Koboldfass rein. Da kommt sein Packer, scheißegal. Warten, bis das Holz durch ist. So. Können wir es verteidigen noch? Schade, der hätte ich durch. Scheißegal. Oh Gott, mein rechter Tower hat auch so viel schon verloren. Ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut, Leute. Aber der Haupttower, von dem hat auch schon ein bisschen viel verloren, aber das reicht gerade nicht. Holy shit. Eieiei. Ich konzentriere mich gerade viel zu sehr auf Verteidigen, deswegen verkacke ich. Ja, das muss der Grund sein. So, Kohlfahrt von hinten rein. Ja, das war nicht gut. Ich habe mich aber zu sehr auf Verteidigen konzentriert und deswegen verliere ich jetzt. Ich hätte mir angreifen sollen. Ja, das war ein Fehler. Das war der Fehler. Also, das war hundertprozentig der Fehler. Ich habe mich zu sehr auf das Verteidigen konzentriert und deswegen den Angriff vernachlässigt. Das mache ich voll oft. Sie haben mich verkackt. Wie? Haben wir eine Niederlage? Also, ich habe keine gesehen. Mal kurz in die Runde hier gefragt. Habt ihr eine Niederlage? Gegen Laura. Die kleine Kollegin hier. Habt ihr eine Niederlage gesehen? Ich nicht. Ich bin ein Schweinebärmann. Und als Schweinebärmann hat man keine Niederlagen. Nein, nein, ich habe da nichts gesehen. Ich habe da gar nichts gesehen. Gar nichts. Holy shit. Ich hab dagegen nichts. Ich hab nichts gegen Luft. Fuck, Alter. Das Deck besitzt nichts, außer die Hexe gegen Luft. Wow. Wow. Das Deck hat nichts gegen Luft. Nichts. Nichts. Eiskalt easy Tower verloren. Okay, dagegen ist das Deck nicht so optimal. Muss man jetzt einmal kurz hier sagen, ne? Das kann man jetzt mal raushauen. Das darf man auch mal sagen. Das fällt mir gerade so auf, ne? Dass das Deck einfach nichts gegen Luft hat. Nichts! Außer die Hexe. Das ist aber interessant zu wissen. Das weiß auch nicht jeder. So, Ritter vor zum Tanken. Siehst du, da kommt mir wieder Luft. Ich hab nichts. Die Hexe natürlich jetzt. Aber es wird nicht reichen. So. Wir können natürlich trotzdem noch versuchen, das zu reißen, indem wir einfach nur rasieren gegen den Strich mit Benzin. Weil irgendwie nichts hat zur Verteidigung wie mein Kobold. Brauchen wir.
wieder dann Luft. Er spielt auch genau. Weißt du, er weiß, ich habe nichts gegen Luft. Nichts. Und er spielt die. Ich spiele das genau da rein zur Hexe. Mich verarschen, ist dein Ernst? So, Tower Nummer 2. Er muss reintryen. Ich hab hier auf 3, was denn sonst? Ich kann die Tower eh nicht alle halten. Jetzt setzen wir hier einen Packer und gehen auf 3. Packer kommt. Er kommt mit einem Loon, scheißegal. Ich gehe auf 3. Scheiß die Wand an. Okay, ich versuche noch mit Hexen zu verteidigen, was auch nicht mehr. Mal reinsetzen hier. Er wirft da noch ein? Reicht das? Nein. Reicht nicht, oder? Macht das 320 Damage? Nein. Der Feuerball reicht aber. Das war sehr unlucky. Also Laura, hast es dir verdient, diesen Win. Holy shit. Wenn man hier landet und sich denkt, YOLO, ich hab nichts gegen Luft. Anstatt. Der Picker war zu langsam. Ich hätte einfach. Hätte ich wieder nichts defensiv machen sollen? Leute, ich kann das nicht. Geht das nicht irgendwie so? Schiebt man das nicht da an mit oder so? Ich hab mal gehört, das ging so. Geht das so? Na, sieht gut aus. Ah, das war klug von ihm. Mega klug. Ja, der spielt gut. Der ist gut. Verkackt. Cooler Spieler. Ekan. Trifft er meine Hexe? Wow. Lauf bei ihm, lauf nicht bei mir, lauf bei ihm, lauf nicht bei mir. Oh, so warm. Ist bei euch auch so warm? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Das bedeutet, glaube ich, ich muss danach aufhören, nach dem Match, weil sieht gerade nicht gut aus. Meine Damen und Herren, das sieht nicht gut aus. So, Walnuss ist in der Verteidigung viel, viel besser als im Angriff, deswegen machen wir das. Vielleicht spielt doch lieber einen Ritter rein hier von links. Bisschen Konzentration. So, jetzt starten wir von hinten mal einen Packer und versuchen mal so ein bisschen zu pushen. Hätte ich vielleicht weiter nach vorne spielen sollen. Vielleicht, wer weiß. Links wie ein krasser, mega Push. Okay. Der kommt nicht mal andersweise durch. Das ist auf jeden Fall. Wir werden den rechten Tower eh. Hier ist eine Mücke oder so ein Scheiß. Ich werde angegriffen. Ich werde angegriffen von Mücken. Das ist mein Tower, eine Ruhe. Ihr beide. Ich hab beide verloren. Ich hab beide verloren. Ich kriege keinen. Ja, vorbei. Vorbei, kriegen wir nichts mehr hin. Ich glaube, immer hinter dem Packer muss immer. Hinter dem Packer muss, glaube ich, immer wirklich. Ich will noch einen links einen haben. Ich glaube, hinter dem Packer muss wirklich immer eine Hexe sein. Jetzt haben wir die Hexe, aber die ist halt so weit hinten. Das ist Hex am Leben. Dankeschön. Wieder mal kurz reinsetzen. Alter Schwede. Was ist das für ein böser Bums hier gerade? Wir kommen mit links halt nicht mehr durch in der Zeit. Es wäre ein krasser Push gewesen, zwei Hexen und ein Packer, aber gleich von der Zeit halt nicht mehr. Schade. Und er macht es auch klug. Er zieht alles zusammen. Und ich glaube, dieser Mega-Ritter, kann es sein, dass der Flächenschaden macht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich ein Noob bin, aber ich meine, er macht Flächenschaden. Ich check mal kurz gleich die Lage. Dafür ist die Truppe zu unbekannt für mich. Verloren. Egal, ich spiele es weiter. Dann habe ich auch noch Zeit für sowas. Wie lange geht die? Noch 2 Tage, alles gleich hin. Übrigens hier, ich habe eine Magietruhe, Alter, bekommen. Das ist richtig krass. Hier habe ich auch schon so ein bisschen was gefarmt, also ich bin gut dabei. Wir sind fast, oh, wir sind bei dem Turmskin. Leute, wir sind bei dem Turmskin. Wir werden uns auf jeden Fall dann bald den Turmskin gönnen. Ich brauche nicht mehr viel, dann bin ich auf dem letzten Stufe 35. Ich habe noch Zeit, das sollte passen. 31, easy going und die Challenge werden wir noch weiterspielen, beziehungsweise werde ich weiterspielen. Jetzt muss ich erstmal aufhören, sonst gehe ich kaputt, ist so warm. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Nächstes Mal wieder mit Facecam, wenn es nicht mehr so warm ist. Haufen Supernasser Boys reingehauen. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.